Entlastung für Millionenrentner. Finanzminister Lindner will gegen die feige Steuererhöhung vorgehen. Die ganze Zeit schon werden die Steuerpläne von Finanzminister Lindner durch die Grünen und die SPD blockiert. Aber trotz aller Unwägbarkeiten hat der Finanzminister nun seine Vorschläge für die Entlastung von Millionen Rentnern präsentiert. Diese Entlastungen betreffen natürlich auch Arbeitnehmer. Aber auf diesem Kanal beschäftigen wir uns ja mit ihren Bedürfnissen, liebe Rentnerinnen und Rentner. Um was geht es? Nun sozusagen um die kalte Progression. Die kalte Progression, das ist diese feige Steuererhöhung, von der Finanzminister Lindner spricht, und die will er beseitigen. Was ist eigentlich die kalte Progression? Nun, meine Damen und Herren, kalte Progression bedeutet, wenn Sie eine Rentenerhöhung erhalten, wissen Sie ja, im Juli 4,57%. Das heißt, wenn Sie brutto 4,57% mehr bekommen, dann müsste man die Krankenversicherung, Pflegeversicherung mal außen vor lassen. Aber dann müsste sich die Steuer auch nur um 4,57% erhöhen und Ihr Netto müsste sich zumindest nur unter Berücksichtigung der Steuer auch um 4,57% erhöhen. Dann gäbe es keine kalte Progression. Dann würde sich der Staat nicht an Ihrer Rentenerhöhung bereichern. Also sozusagen ein Stück der Rentenerhöhung selbst abzwacken und ins Finanzsäckle stecken. Und genau das wird über den Steuertarif abgebildet, über den Einkommensteuertarif. Bedeutet umgekehrt gesagt, wenn Sie brutto 4,57% mehr bekommen, dadurch aber in einen höheren Steuertarif rutschen und die Steuer dann überproportional steigt und Sie netto quasi nicht mehr 4,57% rausbekommen, dann hat Ihnen der Staat über die Steuer in die Tasche gelangt. So zumindest wirklich ganz vereinfacht, ganz pauschal, ganz grob erläutert. Aber darum geht es ja hier auf dem Kanal. Es geht nicht um das letzte Fachdetail, sondern es geht ums Prinzip, damit Sie das nachvollziehen können. Also nochmal kurz gesagt, kalte Progression heißt, wenn Sie in Ihrem Fall eine Rentenerhöhung erhalten, brutto ist das hier, netto aber proportional weniger bei Ihnen ankommt, dann hat sich der Fiskus, der Staat, an Ihnen bereichert, und das möchte man grundsätzlich vermeiden. Und das geschieht im Wesentlichen über die Erhöhung des Grundfreibetrags, aber auch grundsätzlich über die Verschiebung der Steuertarif-Eckwerte. Und das ist das, was Finanzminister Lindner nun plant. Vom Prinzip sagt er, durch die Erhöhung, durch die Gehaltserhöhung, durch die Rentenerhöhung erhalten Arbeitnehmer, erhalten Rentner mehr Geld. Aber derzeit ist es so, dass der Staat da überproportional davon profitiert. Und das möchte er nicht. Er möchte diese hinterlistige, diese feige Steuererhöhung vermeiden. Und daher plant er nun, den Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar 2024 um 180 Euro auf dann 11.784 Euro pro Jahr zu erhöhen. Dann zum 1. Januar 2025 plant er eine weitere Erhöhung um 300 Euro und 2026 nochmal um 252 Euro. Lindner warnt seine Koalitionspartner vor einer möglichen Blockade bei diesen Entlastungen. Denn so Lindner, sonst droht die kalte Progression. Nach Aussage von Lindner sei das eine heimliche und daher feige Steuererhöhung. Lindner kritisiert dahingehend auch SPD und Grüne. Er sagt, manche hätten kein Problem, mit viel Steuergeld zu finanzieren, wenn Menschen nicht arbeiten, und ihm fehlt insofern der Respekt bei seinen Koalitionspartnern vor den Steuerzahlern. Ja, meine Damen und Herren, und an der Stelle, wenn Lindner das durchsetzt, wenn Lindner das durchbekommt, dann ist es in der Tat so, wenn der Grundfreibetrag erhöht wird, dann profitieren sicher einige Millionen Rentner von mehr Cash in the Dash. Nicht alle, das muss an der Stelle auch gesagt werden, denn es profitieren nur die, die ohnehin jetzt schon in der Steuer sind oder knapp davor. Wenn Sie jetzt schon keine Steuern zahlen müssen, weil Ihre Rente leider so niedrig ist, dann bringt eine Erhöhung des Grundfreibetrags auch nichts, weil ein noch höherer Grundfreibetrag bedeutet immer noch, Sie zahlen keine Steuern. Ist auch gut so, aber wenn Sie keine Steuern zahlen, führt keine Steuerzahlen nicht dazu, dass Sie mehr Geld in der Tasche haben, sondern da verändert sich nichts. Das heißt, da gibt es natürlich auch viele Millionen Rentner, die eben nicht entlastet werden. Aber sie werden mit der Rentenerhöhung ja auch nicht vom Staat abgezockt, nicht überproportional über die Steuer belastet. Aber all die, die bereits in der Steuer sind, diese viele Millionen, die werden entlastet. In der Tat. Ja, meine Damen und Herren, schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, was Sie davon halten. Von mir war es das für dieses Video. Gerne sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.